Hallo, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Heute gibt es das letzte Schwangerschaftsupdate von uns. Ja, es ist das dritte und damit auch das letzte. Und ja, alles, was ich euch dazu erzählen mag, das kommt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, also natürlich ist es wieder ein Rollenspiel. Ich sage jetzt vor jedem Schwangerschaftsupdate damit bloß keine Kommentare deswegen kommen. Also es ist ein Rollenspiel natürlich. Ich mache das Ganze, weil es mir persönlich sehr viel Spaß macht und es einige Zuschauer gibt, die das gerne sehen möchten und ich gerne auf Wünsche von Zuschauern eingehe. Ja, also der Bauch ist auch wieder mit am Start hier. Zeige ich euch gleich auf jeden Fall auch nochmal. Er ist nicht größer geworden. Vom letzten Schwangerschaftsupdate. Aber das Baby ist größer geworden. Er ist jetzt 48 cm groß. Also ist er 3 cm gewachsen. Das ist natürlich super. Dann, er hat auch deutlich zugenommen. Ja. Kugel ist rund, richtig rund und ganz, ganz hart schon. Also es ist schon hart. Man merkt, dass er raus möchte. Ja, sonst ist auch alles gut. Man merkt, dass der Kleine weniger Platz hat, weil er liegt halt schon mit dem Kopf nach unten im Becken drinne und die Beine sind so hier oben und er tritt halt immer gegen meinen Bauch und also gegen meinen Magen und so. Und ja, man merkt, dass er weniger Platz hat, weil man alles merkt, wie wenn er sich bewegt, dann merkt man das viel mehr, weil er halt weniger Fruchtwasser jetzt hat. Also er hat weniger Fruchtwasser. Weil halt mehr Baby, weniger Fruchtwasser und so halt. Also ganz am Anfang sind halt die Babys so am Tauchen. So halt, es ist halt ganz viel Fruchtwasser und sie sind halt so ganz klein. Und dann haben die halt ganz viel Fruchtwasser und die schwimmen da drin so rum. Und jetzt hat er halt weniger Fruchtwasser, weil er halt größer wird. Und dann merkt man das halt viel mehr, wenn er sich bewegt. Und er tritt halt immer ein bisschen gegen meinen Bauch, also gegen meinen Magen. Und weil er halt so groß ist schon, habe ich halt ein bisschen weniger Platz und kann nicht mehr so viel essen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Nehme ich nicht mehr so viel zu. Ja, aktuell haben wir ungefähr 8 Kilo drauf, glaube ich. Also 8 Kilo durch die Schwangerschaft zugenommen. Und ja, er braucht schon auch ziemlich nach unten. Irgendwie, weil er halt auch wirklich nach unten geht. In den Geburtskanal sozusagen. Und der Arzt hat auch gesagt, dass das auf jeden Fall nicht mehr lange dauert. Er meint auf jeden Fall, dass wir über die 40. Schwangerschaftswoche gehen. Einfach weil der Kleine wohl mehr Zeit braucht, um sich vorzubereiten. Er ist gerade schon in der Vorbereitung drin, aber der Arzt sagt trotzdem, dass wir auf jeden Fall ein paar Tage drüber gehen. Was auch kein Problem ist, wenn er dann von selber kommt. Aber das glaubt er auch, aber er glaubt einfach, dass er noch nicht so weit ist und einfach noch ein paar Tage länger braucht. Was natürlich kein Problem ist, weil ich mag meine Kugel. Also ich bin sehr glücklich damit. Und ich finde es auch sehr schade, sie abzugeben. Aber das Baby ist auch toll, wenn es hier ist, oder? Ja, das war so zu den groben Eckdaten so vom Baby, was alles jetzt passiert ist in der letzten Zeit und was alles. Ach komm, wissen wir natürlich nicht. Wir lassen uns mal überraschen, ob er wirklich über einen Termin geht oder nicht. Ob wir noch eingeleitet werden müssen oder nicht. Oder ob wir das und das. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt und lasse wirklich noch die letzte Woche vollkommen auf mich zukommen. Schauen. Also noch merke ich auch nicht so viel. Also ich merke ein paar Sachen, die passieren am Körper, so dass er sich vorbereitet. Aber man merkt nicht so große Sachen, dass er jetzt wirklich merkt, okay, ich will raus. Das merkt man nicht. Aber ja. Ich könnte die ganze Zeit die Kugel streicheln. Ja, also das war auch nur ein ganz kurzes kleines Update jetzt vom Bibi. Kugel ist schön rund, ihm geht's gut. Halt einfach nur, dass er ein bisschen Vorbereitungszeit braucht. Und ja, dann hoffen wir mal, dass er sich bald auf den Weg zu uns macht und unsere kleine YouTube-Family hier komplett macht. Mal sehen. Kleine Baby. Ja, ich zeige jetzt noch kurz meine Kugel. So. Seht ihr das einmal? Zack, zack, zack. Ist auch schon ein bisschen nach unten gegangen, habt ihr das gesehen? Also seht ihr das? Ein bisschen
Aber schon ganz schön dick. Kleines Baby. Also hier sind seine Beine. Hier sind seine Beine und dann geht das hier so rum. Tada. Und hier unten ist sein Kopf schon drin. Manchmal spürt man ihn auch, wenn man hier so anfasst. Auch nur manchmal. Ja, und dann war es das auch, glaube ich. Also ich wollte euch nur ein ganz kurzes Update geben, weil ich wollte es festhalten. Weil bald ist es ja nicht mehr so weit und es ist auf jeden Fall das letzte Schwangerschafts-Update, glaube ich. Vielleicht, wenn wir über einen Termin kommen, die gibt es auf jeden Fall noch eins von der 40. Schwangerschaftswoche. Aber jetzt ist es erstmal das letzte. Und damit können wir uns eigentlich auch von unserer Schwangerschaft verabschieden auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So, und jetzt mal ein paar Sachen außerhalb vom Rollenspiel. Also der Kleine ist auf jeden Fall auf dem Weg zu uns mit der Post und wir dürfen ihn in ein paar Tagen auspacken. Und wir freuen uns natürlich riesig drauf, dass er endlich zu uns kommt. Und dann, ja, können wir endlich in den Arm schließen.